Wir sind live. Boah, wir sind live. Harald, wir sind live. Ja, wunderbar. Ja. Ja, der nette Herr in Blau ist David Jardin. heute nur in Blau, noch nicht ganz blau. Ich arbeite aber dran. Das denke ich mir, ja. Wer Kaffee mit rum am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ja, du hast einen Kaffee. Witz. Wollte ich mir auch gerade holen. Wer David noch nicht kennt, David ist ein Urgestein, aber trotzdem sehr jung. In der Joomla-Community. er ist Joomla Security Team Lead und ja, worüber wirst du uns heute erzählen, was es Neues im Webland gibt? Ich bin gespannt. Ich auch, so viel kann ich spoilern. Na dann, Film ab. Dankeschön, ja, servus miteinander, einen wunderschönen guten Morgen. Wie der Harald schon sagte, mein Name ist David Jardin, ich bin 31 Jahre alt, das ist so alt, dass mir meine Azubis erklären müssen, was Twitch ist und was Boomer-Cringe bedeutet, aber gleichzeitig noch so jung, dass ich sagen kann, wenn es den Film nicht auf DVD gibt, dann ist er wahrscheinlich einfach Kacke. Das ist so, um mein Alter mal ein bisschen einzuordnen. Beruflich, neben dem, was Harald erzählt hat, das sind ja eher so ehrenamtliche Geschichten, beruflich mache ich was mit Medien, ich bin in Habe einer lustigen kleinen Hinterhof-Agentur-Klitsche namens Joomla, also so wie das CMS, das ihr vielleicht kennt, in etwas anderer Schreibweise, nämlich D-U-M-L-A. Wir machen ja was mit Medien, spezifisch für den Joomla-Bereich. Und hallo, lieber Besucher, Marc, wie genau, sehr gut, hast du erkannt, großartig. Genau, spezifisch was mit Medien, viel Joomla, aber auch viel über Joomla hinaus. Diesen Darum. Darüber hinaus Teil, da soll es sich heute schwerpunktmäßig in meinem Vortrag drum drehen. Und zwar möchte ich euch so eine Art komprimierte Ladung Neuigkeiten aus dem Web verpassen. Was tut sich gerade so technologisch im Frontend, im Backend, serverseitig, aber auch so auf dem Markt allgemein? Das Ziel ist es dabei nicht, dass ihr all diese Technologien im Detail versteht, geschweige denn sie danach einfach so anwenden könnt, sondern ihr sollt sie danach mal gehört haben. All die Dinge, wo ihr denkt, ah, die 30 Sekunden waren aber spannend, dass ihr euch das dann danach in Heimlektüre nochmal in Ruhe anschauen könnt. Das ist das Ziel des Ganzen. Und wir starten damit. Am besten holt euch mal Stift und Papier. Es könnte sein, dass ihr es braucht. Dann gucken wir mal. So. Mein Bildschirm. Wir sprinten jetzt im ersten Schritt mal durch den heißen Scheiß der neuen CSS-Properties und der Möglichkeiten, die es da so gibt. Der erste Teil sind dabei tatsächlich die sogenannten Custom-Properties. Der ein oder andere von euch hat vielleicht mal mit Less oder Zest gearbeitet oder SCSS. Da gibt es ja diese Variablen, die man definieren kann. Das kann CSS inzwischen tatsächlich auch nativ. Da habe ich hier mal so ein kleines Codepen gebaut. Bevor die Frage kommt, ich stelle alle Links hier oben in den Tabs nachher noch in so einer Linkliste zur Verfügung. Genau, also native CSS-Variablen klingt im ersten Moment erstmal so, dass man denkt so, ja, aha, wieso, wenn Less und Zest das denn auch können? Der interessante Part an dieser Stelle ist, dass sich diese Variablen zum Beispiel per JavaScript auch manipulieren lassen. Ich kann also, wenn ich sage, ich habe die primäre Firmenfarbe irgendwo verwendet und möchte dem Nutzer geben, die in einem kleinen JavaScript-Toggler zu manipulieren. Ja, kein Thema. Dann kann ich die per JavaScript überschreiben. Und wenn ich jetzt hier mal statt Orange ein Blue reinmache, dann aktualisiert sich das auch an all den Stellen, wo diese Variable verwendet wird. Wer hätte das gedacht? Dann haben wir das Add-Support-Statement. Ich zeige hier jetzt den coolen, heißen Scheiß aus dem JavaScript-Umfeld. Die unweigerliche Frage an der Stelle ist denn immer, können die Browser das denn schon? Die Antwort ist dank einem Chrome-basierenden IE Edge inzwischen in der Regel ja. Trotzdem kann da ja mal was sein, was so neu und so heiß ist, dass es noch keine nennenswerte Browser-Verfügbarkeit hat. Dann kann man das aber trotzdem nutzen, indem man sich Fallbacks zusammenstrickt. Also zum Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen unser Layout eigentlich mit Grid machen, wollen aber auch den Fall abdecken, dass ein Browser vielleicht noch kein Grid unterstützt, dann kann man sich so eine Konstruktion bauen, dass man das erstmal per Grid definiert und dann ein Add Supports
hier dann in der Kombination mit Not macht und sagt, wenn er Display Grid nicht kann, dann machen wir das, weil wir richtig oldschool sind, an dieser Stelle mit Floats. Normale Menschen würden das inzwischen mit Flexbox machen. Ich habe das jetzt hier mal mit Floats gemacht, weil ich auf Schmerz stehe. Voraussetzung an dieser Stelle natürlich ist, dass der Browser dieses Ad-Supports unterstützt. Da ist aber die Browser-Abdeckung inzwischen relativ gut. Wer das nicht kennt, kennerjuice.com, da sieht man, dass mal abgesehen vom Gott sei Dank toten Internet Explorer alle Browser in aktuellen Versionen das können. Natürlich außer irgendwie Opera Mobile, aber hey, so ist das halt. Genau, dann haben wir Object Fit als CSS-Property. Das sehen wir hier im Einsatz. Was macht Object Fit? Mal angenommen, ihr hättet den Fall, dass es ein großes Hero-Build zum Beispiel gibt. Und dieses Hero-Build soll auf dem Smartphone, damit man nicht so, genau, soll auf dem Smartphone so eingerichtet sein, dass es eine feste Höhe hat. Auf dem Desktop hingegen soll es auf 100% Breite laufen und die Höhe sich dazu proportional anpassen. Feste Höhe auf dem Smartphone bedeutete bisher ja, wenn man es nicht verzerren wollte, dass man das in der Regel als CSS-Background-Grafik hinterlegt hat. Wenn das eine Background-Grafik war, hatte man auf dem Desktop aber wiederum das Problem, wie man das dann mit dem proportionalen Vergrößern hinbekommt. Da gab es dann so fiese Tricks mit Padding Top und so Geschichten, um Diffboxen ein festes Seitenverhältnis zu geben. Object Fit ist da tatsächlich die bessere Lösung. Object Fit kann ich nämlich dazu verwenden, um Image-Tags, die sehen wir hier, ist immer das Joomla-Logo, ein Verhalten nachahmen zu lassen, das dem von Background-Images nahe kommt. Man sieht dann nämlich, es gibt ein Object-Fit-Fill. Das führt dazu, dass die Diffbox immer komplett vom Hintergrundbild bedeckt wird. Contain, da sieht man auch hier an der Stelle auch, wird dabei in Kauf genommen, dass das Bild verzerrt wird. Contain bedeutet, es darf nicht verzerrt werden, soll aber möglichst viel Fläche bedecken. Cover bedeutet, es darf nicht verzerrt werden, soll aber die gesamte Fläche bedecken. Und Object Fit None bedeutet, einfach in Originalauflösung quasi anzeigen. Das ist Object Fit. Ganz praktisch, ganz handy. Dann kommt etwas um die Ecke, das wird sieht im ersten Moment so ein bisschen aus wie, wie das Nesting von Tags, also das Verschachteln in Less und Zess. Es gibt die beiden Properties Is und Where, wo ich zum Beispiel hingehen kann und sagen kann, wenn das umgebende Tag ein Main-Sidebar oder Side-Footer als Class hat und ich hovere drüber, dann setzt die Text-Decoration auf None. Wenn wir auf unser HTML mal gucken, sehen wir, bei dem ersten trifft das nicht zu, bei den drei anderen ist das aber der Fall. Wir erinnern uns, früher wäre sonst die Schreibweise gewesen, Punkt main ahover, Punkt sidebar ahover, Punkt sidefooter ahover, ist also ganz minimal latent mehr Schreibarbeit. Genau, und ich habe jetzt hier gesagt, wenn die da drinnen sind, dann beim Hover Text Decoration None und oh Wunder, funktioniert das auch, die Unterstreichung geht dann weg. Jetzt ist die offensichtliche Fragestellung, was ist denn der Unterschied zwischen Is und Where? Is, die unterscheiden sich in der Spezifität, bedeutet, wenn etwas mit Is einmal festgelegt wird, also Is a Hover, kann ich es danach nur noch mit einem Important überschreiben. Where hat eine ganz niedrige Spezifität oder wie das auch immer ausgesprochen wird kann danach noch leichter überschrieben werden. Das sieht man hier in der Konstellation, wo fürs Sidefooter eigentlich erstmal ein Color Red vorgegeben ist und dann mache ich nochmal einen Color Orange draus. Wenn ich hier ein Is draus mache, oh, fingers crossed, dürfte das so in der Form nicht mehr funktionieren. Jetzt kommt der Farbenblinde in mir durch, der gerade ehrlich gesagt nicht sieht, ob das Orange oder Red ist. Das ist wahrscheinlich auch. Ja, genau, hier sieht man es jetzt auch. Das hier, die letzte Änderung, die da eigentlich greifen müsste, wird verworfen, weil is das spezifischere Attribut ist. Dann haben wir Content Visibility als CSS-Property. Das ist quasi, wenn ihr so wollt, Lazy Loading für HTML. Und zwar habe ich hier mal gebaut, es gibt einen Inhalt above the fold, also
der Teil, der direkt ohne Scrollen sichtbar ist. Und es gibt etwas, was dann außerhalb des initial sichtbaren Viewports ist, also der ganze Kram zum Beispiel unterhalb von dem Hero-Image auf der Startseite. Und standardmäßig geht der Browser hin und rendert die gesamte Seite mit allen HTML-Elementen, unabhängig davon, ob die gerade sichtbar sind oder nicht. Wenn das hier unten dann irgendwas ist, wo 3000 Einzel... Bitte was? Browser-Zoom mal machen, das mache ich doch gerne. Wenn das hier dann irgendwas ist, was 3000 einzelne HTML-Tags hat, dann kann das so ein Browser ziemlich in die Knie zwingen. Und das eigentlich an der Stelle völlig unnötig, weil es ist ja noch gar nicht sichtbar ohne Scrollen. Mit Content Visibility Auto kann ich dem Browser anweisen, dass er diesen Teil der Seite nur dann rendert, wenn er auch in den Viewport scrollt. Das ist ganz interessant für so Initial Paint-Geschichten, also wenn es um die Performance-Optimierung geht. Dann haben wir ClipPath als CSS-Technologie. Ihr seht, es gibt hier ein Div. Dieses Div hat das Hintergrundbild von diesem netten Hündchen hier. Und es gibt eine Verlinkung, die ich dahinter gelegt habe. Das ist diese rote Box. Und diese Div-Box hier, wo das Hintergrundbild drin ist, da habe ich einen Clip-Path drauf angewendet. Hier als Polygon, also wo ich die Eckpunkte selber definiere. Es gibt aber auch ein paar Standardsachen, Kreise, Vierecke, Dreiecke. Mit diesem Clip-Path kann man definieren, dass bestimmte Anteile von diesem Div nicht nur unsichtbar sind, sondern quasi vom Element beim Rendering wirklich abgeschnitten werden. Das bedeutet, dass wenn ich jetzt hier über diese Ecke hovere, sieht man auch, das ist schon der Link, den ich da anklicke, obwohl die Divbox von ihrer Größe her eigentlich identisch groß ist. Das heißt, es ist nicht nur irgendwie auf Visibility hidden gesetzt, sondern das Element existiert an der Stelle auch für den Mauszeiger nicht. Interessant ist ClipPath auch zum Beispiel, weil man damit so lustige Sachen machen kann, wie es mit einer Transition zu verbinden. Also ich habe zum Beispiel gesagt, wenn sich der Clip-Path von diesem Element hier verändert, dann animiere das mit 500 Millisekunden Zeitverzug. Und wenn ich dann hier drüber hovere, dann wird der Clip-Path dynamisch angepasst. Großartig. Irgendwie verwandt, aber doch anders, sind CSS-Shapes. Ihr kennt das vielleicht aus Layouting-Tools wie einem InDesign oder sowas, dass man da bei einem Bild nicht nur sagen kann, Text umfließe das, sondern man kann auch noch Formen zeichnen, wo man sagt, hey, bei diesem Joomla-Logo hier male ich die Form des Bildes nach und lasse den Text dann an dieser Umrandung entlang fließen. Und das geht mit den CSS-Shapes. Auch da gibt es verschiedene Formen. Hier ist es jetzt auch wieder ein Polygon, also Eckpunkte per Hand festgelegt. Gibt aber auch da wieder Kreise, Vierecke und was weiß ich was. Damit kann ich dann so Umfließungsgeschichten machen. Ist jetzt bei so einem Joomla-Logo, wenn wir mal ehrlich sind, relativ sinnbefreit. Aber wenn wir uns mal, weiß ich nicht, so eine schräge Fläche vorstellen, die hier rüber geht, wo ich den Text dann orientiert dran umfließen lassen möchte, gibt das tatsächlich auch wirklich sinnhafte Effekte. Genau. Pragmatische Frage, wenn der Browser was nicht unterstützt, was passiert denn dann? Ja, dann orientiert es sich einfach quasi an der Ecke vom Bild, also würde dann gerade runterlaufen, anstatt der Umfließung zu folgen, tut also nicht weh. Was ich jetzt nicht mehr hier in Form von einem CodePen gemacht habe, was hier aber inzwischen hoffentlich kennt und wenn nicht, habt ihr jetzt den Namen gehört. Es gibt so coole CSS-Technologien, um Kästen nebeneinander zu platzieren. Das erste haben wir eben mal gesehen, das ist CSS Grid. Das andere ist Flexbox, was ihr unbedingt können solltet. Ihr solltet euch dringend mit den neuen coolen Größenangaben wie REM, VH und VW beschäftigen. CSS Calc kann man sich auch mal anschauen. Das sind so ein paar Stichwörter, die ich an der Stelle einfach mal reinwerfen will. Genau, das ist der heiße Scheiß der CSS-Welt und dann machen wir jetzt einen kleinen Sprung in die JavaScript-Welt. In der JavaScript-Welt sind zum ersten einfach ein paar Technologien hinzugekommen. Wenn man sich mal anschaut beim MDN, was es inzwischen alles an APIs gibt, also an Schnittstellen, die man im JavaScript-Kontext im Browser benutzen kann, dann erschlägt einen das ziemlich. Es gibt so ein paar Highlights, die teilweise relativ neu sind, teilweise nicht, aber die in der Regel tatsächlich
ja, wenig Bekanntheit haben. Da sind zum ersten die Storage APIs. Das ist Local Storage und Session Storage. Ist quasi wie Cookie, nur völlig anders. Also erlaubt die Speicherung von kleinen Datensnippets im Browser. Damit verwandt ist die IndexedDB. Auch die lässt sich, erlaubt die Speicherung von Daten, aber tatsächlich mehr so nicht Key-Value, sondern mehr so richtig relationale Datenbankmäßig. Wir haben so APIs wie die Fetch-API, womit ich jetzt auch ohne tote Katzenbabys aus meinem JavaScript heraus HTTP-Abfragen machen kann. Geolocation, um diese Nutzerabfrage zu machen, darf diese Seite ihren Standort erfahren. Das geht mit dieser API. Es gibt die Bluetooth-API, womit ich zum Beispiel den Status von Bluetooth-Geräten abfragen kann. Es gibt die File-API, mit der ich aus JavaScript heraus auf das Dateisystem zugreifen kann mit Einverständnis des Nutzers. Vibration API, um auf einem Touchgerät einen Vibrationseffekt auszulösen. Wir haben die Sensor API, womit ich zum Beispiel die Beschleunigungssensoren von so einem Smartphone abfragen kann. Die meisten Laptops haben die inzwischen auch, um dann zum Beispiel, wenn das Gerät wackelt oder sich bewegt, die Hintergrundgrafik zum Beispiel zu verschieben, um so ein bisschen physische Interaktion zu erzeugen. Webworker, um nebenläufige Aufgaben in JavaScript auszuführen. Es gibt die Web Authentication API. Da habe ich tatsächlich sogar eine kleine Demo. Das ist nämlich eines meiner persönlichen Highlight-Features von Joomla 4. Ich habe mal eine Joomla 4-Seite mir installiert, habe meinen Account hinterlegt und habe in dem Account, wir machen das jetzt einmal noch zu Fuß, lass mich mal gerade gucken. Weiß ich gar nicht mein Passwort. So. Habe in den Einstellungen meines Benutzers bei der Web-Authentifizierung einen neuen Authentifizierer hinzugefügt. Das kann dabei so ein USB-Key sein, also so ein YubiKey zum Beispiel. Das kann aber bei Geräten, die das unterstützen, tatsächlich auch das Gerät selber sein. Ich arbeite jetzt hier mit einem MacBook unter OS X und in der Kombination mit Chrome und Safari ist das dabei automatisch unterstützt. Was bedeutet das jetzt, wenn ich das einmal gekoppelt habe? Brauche ich nur noch meinen Benutzernamen eingeben, klicke auf Web-Authentifizierung und dann seht ihr, ich bekomme jetzt die Aufforderung, Touch-ID zu verwenden. Touch-ID ist auf meinem MacBook hier der Fingerabdrucksleser. Und es geht sogar noch eine Stufe in Coolness weiter. Das zeige ich jetzt mal ganz kurz, indem ich hier mal das dazu mache. Man kann das vielleicht so ein bisschen erahnen in der Webcam hier. Meine Uhr fordert mich, die ist per Bluetooth mit dem Rechner gekoppelt, meine Uhr fordert mich jetzt auf, dass ich mich in der Seite anmelden soll. Dafür muss ich jetzt nur zweimal meine Uhr antippen. Und dann bin ich in meinem Joomla-Backend eingeloggt. Ja, über den Sinn oder Unsinn im Zusammenspiel mit der Uhr kann man streiten. Das generelle Feature mit Web-Outen ist aber tatsächlich extrem cool. Genau. Dann haben wir im JavaScript-Kontext noch eine weitere API, die ich gern demomäßig mal zeigen will. Die ist nämlich tatsächlich visuell sehr eindrucksvoll. Das ist WebGL. Also die Möglichkeit, im 3D-Kontext mit einer Website zu arbeiten. Da gibt es hier so einen schönen Dienstleister, der sich darauf spezialisiert hat, der diese kleine Rallye hier mit WebGL im Browser gezeichnet hat. Und dann kann ich das Auto hier über seine Webseite fahren. Link schicke ich gleich auch nochmal dann irgendwie in der Linkliste. Tatsächlich sehr cool. Und das hier ist nicht irgendwie Flash oder so ein Blödsinn, sondern das ist natives 3D im Browser. Viel cooler wird das nicht mehr. So, das muss ich wieder zumachen, sonst schmilzt mein Rechner. Das war so eine kleine Übersicht, was es alles Lustiges an APIs gibt. Ihr seht schon, da ist noch viel, viel mehr. Ich kann nur empfehlen, da sich tatsächlich mal ein bisschen durchzuklicken. Vieles davon nutzt ihr im Alltag schon. Wir hier zum Beispiel gerade ganz nebenbei WebRTC für das Jitsi. Es gibt aber noch viel, viel mehr. Ihr müsst das nicht alles können, aber mein Tipp wäre, sich zumindest einen Überblick darüber zu verschaffen, was es denn gibt. Damit, wenn ihr mal irgendwie ein neues Projekt konzipiert, über ein neues Feature redet, im richtigen Moment sagen könnt, aha, wartet mal, ich habe da mal was gelesen, vielleicht können wir das ja benutzen. Dann
Wenn es darum geht, diesen ganzen Kram einzusetzen, im JavaScript-Kontext ist zumindest mein Eindruck, insbesondere im Joomla-Kontext gerne noch gesagt, ha, das ist JavaScript, das ist doch dieses jQuery oder sowas. jQuery ist eine JavaScript-Bibliothek, die damals früher in grauer Vorzeit die Nutzung von JavaScript für Webentwickler ganz massiv erleichtert hat. Inzwischen sind viele der damaligen USPs, also der Vorteile von jQuery, durch native APIs abgelöst worden, weshalb man vorzüglich darüber streiten kann, ob man das wirklich noch braucht. Das könnt ihr insofern einfach mal nachprüfen, als dass ihr die Seite youmightnotneedjquery.com aufruft und dann zum Beispiel überlegt, ich möchte, was will ich denn machen? Ich möchte ein CSS-Style setzen. Das geht in JavaScript so und für IE8 und neuer supported ist inzwischen auch diese Syntax hier. Ja, und das ist so ein kleines Helferlein, einfach um mal zu gucken, brauche ich denn an der Stelle wirklich jQuery? Warum ist das ein Problem, immer noch jQuery zu laden? jQuery ist einfach relativ performance-intensiv als Library. Deswegen sollte man sich das zweimal überlegen, ob man für das Setzen einer Border-Width auf einem Element sich wirklich in jQuery reinladen will. Spoiler-Alert, in der Regel ist die Antwort nein. Stattdessen benutzen wir Vanilla.js, so nennt sich das dann im Fachsprech. Also wie das Vanille-Eis, das wenig Farbe, wenig Färbung hat, ist es dann das Vanilla-JavaScript, was ohne jQuery-Schokostücke auskommt oder sowas. Jetzt habe ich die Metapher ein bisschen weit getrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Was außerdem im JavaScript-Kontext passiert, ist, dass JavaScript als Sprache im Web-Kontext so ein bisschen aus der Ich-animiere-mal-zwei-Diff-Boxen-Schiene rausgerutscht ist und als ernsthaftes Framework verwendet wird, um damit ganze Applikationen zu realisieren. Dabei gibt es zum Ersten im Frontend-Teil, also bei dem, was im Browser passiert, hauptsächlich zwei Frameworks, die wirklich sehr nennenswerte Verbreitung haben. Das eine ist Vue.js und das andere ist React. Beide Frameworks sind sogenannte Single-Page-Application-Frameworks. Das ist ganz fancy Sprech für ich baue meine gesamte Applikation, die dann aus mehreren Screens, mehreren Seiten besteht, mit JavaScript nach. Konkretes Beispiel, damit das für euch greifbarer wird. Haha, wir haben da ja was. Der Media Manager in Joomla 4, das hier, das, was ihr hier sehen könnt, das ist eine Vue.js-Applikation. Deswegen lädt hier nicht jeweils die ganze Seite neu, wenn man sich durchklickt, sondern hier in dem Vue-Kontext wechselt dann quasi der Teil, der gerade angezeigt wird. Mit Vue.js kann man lustige Dinge machen, mit React.js auch. Dann gibt es noch Wegbegleiter wie in Angular und 12 andere. Bei allen ist immer die Idee, dass die Logik der Applikation ein gutes Stück weit in den Browser wandert und dass vor allen Dingen die Generierung des HTMLs, das dem Browser letztlich angezeigt wird, dass das im Browser passiert und nicht mehr serverseitig zusammengebaut wird. Die pragmatische Frage ist ja dann, wenn das im Browser passiert, wo kommen denn dann die Daten her? Diese Daten, also was weiß ich, wenn ihr einen Blog jetzt unbedingt mit Vue.js machen wolltet, was bescheuert wäre, aber mal angenommen, ihr wolltet das, oder besser so eine To-Do-Liste, das ist immer das beste Beispiel für so Sachen. Die To-Do-Liste, ja, die wird im Browser ausgegeben, zum Beispiel mit Vue.js, aber wo kommen denn die To-Do-Listen-Einträge her, wo werden die denn gespeichert? Dafür würde man eine abstrakte Schnittstelle nehmen, abstrakte Schnittstellen nennen wir Fachidioten immer APIs, diese Schnittstelle ist dann dafür da, dass sie nur die Daten in abstrakter Form speichert und ausgibt, aber selber keine Ausgabelogik hat. Für die Ausgabelogik kommt dann so ein Frontend-Framework dazu und dann zum Schluss noch ein bisschen Markup, also HTML, um das Ganze auszugeben. Und wenn man das zusammenschraubt und kombiniert mit einem automatisierten Deployment, also automatisches Ausrollen und noch ein bisschen Hosting drumherum schraubt, dann ist das der sogenannte Jamstack, also JavaScript API und Markup, dafür stehen die drei Buchstaben. Der Jamstack ist aktuell in Entwicklerkreisen verhältnismäßig populär für einige Anwendungen, deswegen stolpert man da auch des Öfteren drüber.
Man, genau, und das verbirgt sich dahinter. Man splittet seine Applikation auf in den JavaScript-Teil, der von einem CDN, also von so einem Hosting-Dingsbums weltweit verteilt, auf den Browser ausgeliefert wird. Die eigentlichen Daten kommen dann aus diesen APIs, die man auch Microservices nennt. Und genau, dann hat man den nicht uncharmanten Vorteil, dass man die einzelnen APIs voneinander getrennt skalieren kann. Wenn ich also, keine Ahnung, ich bin ein Paketdienst und die eine API ist die für die Sendungsverfolgung, die andere ist, um Paketlabels zu drucken, und es geht in die Weihnachtszeit und alle wollen gerade gucken, wo ihre Pakete sind. Es ist aber schon der 23., weshalb niemand mehr was verschickt. Dann kann ich den Microservice für die Paketverfolgung ganz groß aufblasen, schmeißt da ganz viel Serverlogik hinter, damit das ganz besonders schnell ist, und den Microservice für Paketlabel drucken, den kann ich in der Zeit runterskalieren und muss nicht wie im traditionellen Kontext die Gesamtapplikation quasi hochskalieren. Das ist so ein bisschen der Gedankengang dahinter. Genau, das war der ganz kurze Überblick, was sich frontendseitig tut. Backend-seitig gibt's neben dem klassischen CMS-Umfeld, wo die Joomlas, WordPresses, Drupals und Typo 3 dieser Welt unterwegs sind, aktuell zwei PHP-Frameworks, die mit unterschiedlichen Konzepten, aber ähnlich nennenswerter Verbreitung agieren. Das eine ist Laravel als PHP-Framework, das andere ist das Symfony-Framework. Beide sehr etabliert mit sehr großer Community. Sie haben einige Parallelen, sind aber an einigen Stellen, auch was das Grundkonzept angeht, fundamental unterschiedlich. Muss man tatsächlich mal so ein bisschen reinschauen, was einem besser passt. Da fällt es mir schwer, eine klare Empfehlung zu geben. Über die PHP-Ecke hinaus gibt es nach wie vor Node.js, also JavaScript auf dem Server ausführen und nicht im Browser, was nennenswerte Verbreitung hat. Das wird aber inzwischen herausgefordert von neueren Programmiersprachen und Frameworks, die angeschlossen sind, die dann zum Beispiel auf Go basieren. Go ist eine Programmiersprache, glaube ich, aus der Google-Ecke, das ist mit der heiße Scheiß der Entwickler. Meine Azubis liegen mir damit immer in den Ohren. Man müsste was mit Go machen oder man müsste mal was mit Kotlin machen. Auch das ist eine der neueren serverseitigen Sprachen. Rust fällt noch in die Ecke. Also da gibt es tatsächlich extrem viel, was sich auch in dem Sprachumfeld tut. Ich beobachte das ein Stück weit immer mit einem Schmunzeln, weil jedes Mal, wenn eine von diesen neuen Sprachen um die Ecke kommt, wird da immer so eine Halbsau durchs Dorf getrieben. Alle sagen, das musst du jetzt sofort benutzen, das ist jetzt das Ding und es wird, alle anderen Sprachen werden sterben, niemand mehr benutzt mehr PHP. Dann guckt man ein halbes Jahr später drauf und sieht, ja, ist immer noch da. Komisch, wer hätte das gedacht. Aber dennoch, die Beschäftigung lohnt sich, also versteht mich nicht falsch, draufschauen kann man auf jeden Fall mal. Was es weiterhin im Backend-Bereich gibt, also all dem Kram, der serverseitig passiert, ist so ein bisschen die Frage, ja, wie wird denn so eine Seite generiert? Ihr kennt ja alle das klassische CMS-Konzept, also so ein Joomla zum Beispiel, da liegen die Inhalte dann in der Datenbank. Die Inhalte liegen in der Datenbank, PHP läuft direkt auf dem Server und der ganze Kram baut dann, wenn der Nutzer die Seite aufruft, eine HTML-Seite zusammen, die ausgeliefert wird. Es gibt da noch so 2 bis 3 andere Konzepte. Das erste Konzept ist das sogenannte Flatfile-CMS. Das kommt in der Regel ohne Datenbank aus, weil die eigentlichen Datensätze, die Inhalte, wie zum Beispiel bei Kirby als CMS, mit in so einer Ordnerstruktur abgelegt werden. Bedeutet, ich brauche keine Datenbank, ich kann auch zur Not mal per FTP in den Inhalt verändern. Genau, da ist Kirby ein Vertreter, da gibt es noch ein paar andere. Dann ist das zweite Konzept, was es gibt, das haben wir eben schon mal so angesprochen, das sogenannte Headless-CMS, also ein Content-Management-System, das selber gar kein HTML ausgibt, sondern nur die Schnittstelle bereitstellt. Da ist Joomla 4 jetzt tatsächlich mit dabei, kann man mit dazu zählen. Joomla 4 hat nämlich die sogenannten Web-Services. Web-Services
bedeutet ganz konkret, ich kann zum Beispiel hingehen und sagen, ich möchte mein lokales Fahrradmuseum machen. Und das Fahrradmuseum, wo die Leute durchlaufen können, kriegt so ein, weiß ich nicht, da bekommen die Leute ein Tablet in die Hand und dann können die sich durch die Inserate da durchklicken. Und durch die Exponate. Und die Exponate, diese Daten, wo kommt das her? Das könnte ich in der Joomla-Instanz pflegen. Die Joomla-Instanz stellt das über diese Schnittstelle in einem maschinenlesbaren Format bereit. Und dieser digitale Ausstellungsguide, da wiederum kann ich an diese Schnittstelle andocken und kann sagen, wenn derjenige vor diesem Exponat steht, dann hol dir Joomla-Artikel ID 179312 und gib dem auf diesem Gerät hier aus. Das funktioniert genauso gut, aber zum Beispiel für Applikationen, die ich mit Vue.js gebaut habe. Mal angenommen, wir haben ja eben kurz über dieses To-Do-Listen-Beispiel geredet. Auch so eine To-Do-Liste braucht ein Impressum. Wo kommt der Impressumstext her? Da ist dann zu überlegen, eine kleine Joomla-Instanz zu betreiben, die selber vielleicht gar keine Ausgabe hat, aber in meiner Vue.js-Applikation kann ich dann sagen, häng dich an die Joomla-Schnittstelle, lies den Artikel Impressum und gebe ihn an der entsprechenden Stelle aus. Last but not least gibt es noch einen Trend serverseitig, das sind die sogenannten Static Site Builder. Konzept ist dabei, dass man ein Frontend Framework wie ein Vue.js mit einem Service kombiniert, der das Generieren der Seite, also ne, Vue.js ist ja nur ganz viel JavaScript und das baut das HTML erst, dass das Generieren der Seite auslagert. Da ist Gatsby zum Beispiel ein Vertreter. Und Idee ist dabei, ich habe wieder mein Joomla 4 zum Beispiel mit den Inhalten, ich habe meine Vue.js-Applikation, dann schubse ich das Ganze in Gatsby an. Gatsby führt die Vue-Applikation aus. Die Vue-Applikation wiederum holt mir zum Beispiel meinen Impressumstext. Und am Ende des Tages kommt einfach nur eine ganz simple HTML-Datei raus. Und die HTML-Datei, die kann ich dann auf meinen Webspace laden. Was den ganz charmanten Vorteil hat, dadurch, dass es ja nur statisches HTML ist, dass es keine Angriffsfläche gibt. Da wird kein PHP ausgeführt, da ist keine Datenbank, da beißt sich der gemeine Hacker von nebenan so in der Form erstmal die Zähne aus, das ist super schnell, das ist skalierbar, das kann ich auf den CDN schieben, das funktioniert einfach immer. Das ist accessible, weil ich brauche kein JavaScript, um es auszuführen, genau, das ist die Idee hinter den Static-Site-Bildern wie Gatsby. Das ist der fließende Übergang zu meinem vorletzten Themenbereich, nämlich was tut sich denn so im Hosting? Auf der Hosting-Seite gibt es schon seit vielen Jahren einen Trend, nämlich die Containerisierung von Applikationen. Was hat es damit auf sich? Stellt euch vor, ihr habt eine Joomla-Seite. Klassischer Weg aktuell ist, ihr schießt euch zum Beispiel bei Mittwald, Ionos oder Hosting.de oder einem der anderen Sponsoren hier ein Hosting-Paket und dann geht ihr hin und sagt in diesem Hosting-Paket, ich hätte gerne eine Datenbank und ich nehme die PHP-Version und dann installiert ihr noch euer Joomla dazu und dann wollt ihr auf dem gleichen Webspace aber noch ein zweites Joomla mit einer anderen PHP-Version betreiben oder noch viel besser mit einer anderen Datenbank-Version und dann kommt ihr schon ans Schwimmen. Das ist im PHP-Umfeld schon komplex genug. Im Kontext mit anderen Programmiersprachen wird es aber dann noch viel wilder. Um dieses Problem zu lösen, hat sich jemand die Container-Technologie ausgedacht und Docker ist da der prominenteste Vertreter. Idee bei so einem Container ist, ich nehme zum Beispiel mein Joomla, packe dieses Joomla gemeinsam mit meinem PHP, mit der Programmiersprache und meinem Datenbankserver und meinem Webserver in, und da kommt der Name her, in einen Container. Also hier so, ne, so wie halt so ein Schiffscontainer ist. Dadurch ist die Applikation mit all ihren Abhängigkeiten in einem Container und der Container lässt sich dann über eine einheitliche Schnittstelle starten und stoppen. Bedeutet, wenn meine Applikation einmal containerisiert ist, kann ich eigentlich zu jedem Hoster gehen, der irgendwas mit Containern macht, kann sagen, Container starten und das funktioniert einfach. Und in dem einen Container kann dann Joomla mit PHP laufen, in einem anderen Container kann Scientific CMS auf Java laufen und das interessiert den Hoster nicht, das interessiert euch nicht, das interessiert die Applikation untereinander nicht, weil eine Applikation mit allen Abhängigkeiten isoliert läuft und sich niemand mehr darum kümmern muss, wie die Interaktion untereinander ist. Das weitergeführt ist
und jetzt wird es richtig wild, Kubernetes. Kubernetes ist eine der diversen Container-Orchestrierungstechnologien. Ihr werdet das wahrscheinlich in eurem Leben mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht einsetzen müssen, aber damit ihr es mal gehört habt, Idee ist dabei, ich sage meinem Kubernetes, meinem Orchestrierer, für meine Applikation brauche ich einen Container, da ist Joomla drin. Dann brauche ich einen weiteren Container, da ist ein Mail-Server drin und noch ein Container, da ist, weiß ich nicht, was braucht man denn noch so im Joomla-Kontext, da ist der Caching-Server drin. Und sage dem Kubernetes, der Orchestrierungstechnologie, sorge dafür, dass meine Gesamtapplikation mit diesen drei Diensten irgendwo gestartet wird. Hinter so einem Kubernetes stehen dann oft, ja, im Zweifelsfalle 1 bis 2, gerne aber auch mal mehrere 100 Server. Und die Orchestrierungstechnologie sorgt selbstständig dafür, dass immer genügend Container eines jeden Dienstes auf irgendeinem dieser Server läuft, dass die untereinander verknüpft sind und dass eine Applikation rausfällt. Das mal so ganz schnell. Es gibt das geflügelte Wort, dass wenn man mit Kubernetes ein Problem lösen will, dass man danach 10 kleine hat. Ich hatte selber mal das Vergnügen, Kubernetes in einem Projekt einzusetzen. Ich sage es mal so, es ist nicht so ganz trivial, aber interessant. Das noch ein, also ne, die Idee da bei diesen ganzen Orchestrierungssachen ist eigentlich immer, ich als Entwickler möchte mit dem Serverkram nicht so viel zu tun haben. Ich mache so ein Paket und das läuft. Diesen Gedankengang noch einen Schritt weitergeführt, ist das sogenannte Serverless-Hosting. Serverless wird im Deutschsprachigen eigentlich eher umschrieben mit Fully Managed, was nicht so ganz stimmt. Ein richtiges, schönes Beispiel für einen Serverless-Dienst ist der Amazon-Dienst Lambda. Was ist Lambda? Die Idee ist dabei, ich bezahle den Hoster, hier Amazon, nicht mehr dafür, dass er mir einen Server zur Verfügung stellt oder einen Webspace, sondern ich sage diesem Dienst, wenn die URL XYZ aufgerufen wird, dann führe meinen Code aus. Und ich bezahle, das sieht man hier unten, ich bezahle in 100 Millisekunden Einheiten dafür, dass dieser Code ausgeführt wird. Und wenn die Ausführung vorbei ist, stampft Amazon das Ganze wieder ein und ich bezahle wieder nichts mehr. Das bedeutet auch, dass es für mich als Entwickler völlig egal ist, ob diese Funktion gerade einmal aufgerufen wird oder 100.000 Mal pro Sekunde, weil der Hoster, hier Amazon, kümmert sich darum, dass genügend Server da sind, auf denen das Ganze ausgeführt wird. Das ist überhaupt nicht mehr meine Baustelle. Ist ein interessantes Konzept, vom Namen her tatsächlich ein bisschen irreführend, denn das ist natürlich nicht serverlos. Da sind ja immer noch Server, die das Ganze ausführen. Aber für mich als Entwickler ist es sehr, sehr, sehr weit weg von dieser Serverebene und wird deswegen gerne als solches bezeichnet. AWS ist dabei ein Beispiel für einen Hoster, der sowohl ein Infrastructure as a Service Angebot, also IaaS, hat. Infrastructure as a Service bedeutet im Zweifelsfalle, da stellt mir jemand einen Server zur Verfügung, also dieses klassische Root-Server-Modell oder so ein Cloud-Server, und für die Verwaltung bin ich verantwortlich. Dann gibt es die Platform as a Service-Ebene, bedeutet, Amazon geht zum Beispiel hin und sagt, ich stelle dir basierend auf diesen Servern einen gemanagten Dienst bereit, wie zum Beispiel Amazon Lightsail. Das ist dann ein Webhosting-Dienst, der basiert auf diesem Infrastructure-Teil, aber ist dann schon eine Ebene höher. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit so einem klassischen Managed-Server. Die dritte Ebene ist dann das SaaS, Software as a Service. Da wird dann die komplette Software bereitgestellt und das wäre quasi ein Managed Joomla, wenn ihr so wollt, mal so als SaaS-Beispiel. 5 Minuten. Genau. Harald, was hast du? 5 Minuten. Ich weiß, ich bin voll in der Spur. Jetzt kommt nämlich die letzte Ebene, über die ich noch sprechen wollte, nämlich was gibt's Neues im Web auf Ebene der Marktentwicklung.
Das ist ein Stück weit sicherlich durch meine persönliche Sichtweise gefärbt. Von daher genießt das mal mit Vorsicht. Aber ich glaube, es ist in gewisser Weise ein wahrer Kern dabei. Es gibt eine große Abwanderbewegung, was Kleinstseiten von Kleinstunternehmen angeht, also die berühmte Bäckerei-Website, wo zum ersten immer stärker hinterfragt wird, ob es überhaupt nötig ist, eine eigene Seite zu betreiben, weil die Kombination aus Facebook-Seite, Instagram-Account und Google My Business-Eintrag reicht ja eben dann doch dafür, um gefunden zu werden. Also diese klassische Webvisitenkarte wird durch diese Services abgelöst. Und die zweite Abwanderbewegung in diesem Markt ist weg von großen CMS mit dem entsprechenden mit der entsprechenden Einstiegshürde und vor allen Dingen dem Wartungsaufwand hin zu gehosteten Diensten wie einem Jimdo oder einem Wix. Man merkt das natürlich im Joomla-Umfeld, das muss ich euch nicht erzählen. Dann wird immer gerne gesagt, die gehen alle zu WordPress. De facto ist es aber so, dass auch WordPress in diesem Bereich extrem federn lässt. Das erkennt man hier so ein bisschen im Trendverlauf. Und das ist mit einer der Hauptgründe dafür, dass die WordPress-Kollegen zum Beispiel mit dem Gutenberg diesen blogbasierenden Editor eingeführt haben, um gegen die Konkurrenz der Wixes und Jimdos und Squarespaces dieser Welt irgendwas entgegensetzen zu können. Aus dieser Abwanderbewegung ergibt sich ein Stück weit, dass es immer schwieriger wird, als Brot- und Butteragentur, als Wald- und Wiesenagentur, am besten noch als One-Man-Show, wenn man alles so ein bisschen kann, so ein bisschen Marketing, ein bisschen Design, ein bisschen Technik, sich da langfristig am Markt zu behaupten, weil die Konkurrenz aus dieser Ecke hier immer größer wird. Da ist mit fortschreitender Automatisierung zu rechnen, dass ich in Zukunft sage, ich bin Malermeister XYZ. Das sind meine Öffnungszeiten. Dann quatsche ich noch 15 Minuten in irgendein Diktiergerät in dieser Internetseite und dann wird aus dem, was ich eingegeben und generiert habe, mit künstlicher Intelligenz so eine Rumpf-Website generiert. Und die ist wahrscheinlich besser als das, was der ein oder andere Wald- und Wiesendienstleister sich mal eben so mit einem Stündchen Arbeit zusammenklicken könnte. Das heißt, da wird der Konkurrenzdruck nicht weniger werden, sondern eher stärker. Da müsst ihr euch vollkommen drüber im Klaren sein. Das bedeutet, dass technisches Know-how immer wichtiger wird, um sich da zu behaupten und dass vor allen Dingen Spezialisierung immer wichtiger wird. So Nischen wie Barrierefreiheit, die werden immer relevanter, weil es sich in dem Umfeld für so gehostete Services in der Regel nicht so sehr lohnt, dafür spezifisch Features zu entwickeln. Das heißt, da bleibt nennenswert Anfrage übrig. Das ist so meine Wahrnehmung. Mit anderen Worten, ihr müsst dranbleiben an der aktuellen technischen Entwicklung und im Zweifelsfalle ja auch da so ein bisschen, wenn ihr da bisher gefremdelt habt, vielleicht sogar jetzt diesen damit anfangen, den Sprung in diese Richtung zu wagen. Sonst, glaube ich, wird das Eis sehr dünn. Das war meine kurz Zusammenfassung von all den spannenden Dingen, die sich im Webbereich bewegen. Nutzt das vielleicht einfach als Impuls, in das ein oder andere mal reinzulesen. Ich habe ja gerade schon gesagt, die Erwartungshaltung ist gar nicht, dass ihr das alles könnt. Da ich von den Dingen, die ich jetzt gezeigt habe, tauchen in meinem Arbeitsalltag vielleicht so 25% auf. Aber es ist hilfreich, es zu kennen, damit, wenn eine Anfrage kommt, ihr irgendwas konzeptioniert, ihr an der richtigen Stelle sagen könnt, ha, da gibt's noch was Interessantes, das kann ich Ihnen auch noch anbieten. Und dann sucht ihr euch einen Partner, mit dem ihr das zusammen realisieren könnt. Aber ihr habt dem Kunden oder dem Interessenten dann etwas geboten, was sonst wahrscheinlich niemand angeboten hat, weil ihr da am Puls der Zeit seid. Das ist mein ganz, ganz dringender Tipp. Da müsst ihr dranbleiben. Das war's inhaltlich. Gibt es Fragen? Falls ja, könnt ihr einfach hier vorne in Richtung Bühne kommen, einzeln vortreten und dann versuche ich mein Bestes, das zu beantworten. Ja, David, ich habe eine. Ja, bitte, unbedingt, Harald. Oder auch langsamer abspielen für die. Alles mit ja, der wird ja auf YouTube hochgeladen. Dann gibt es bestimmt bei YouTube so eine 50% Geschichte.
Ja, ich, also die damit implizit verbundene Frage, ob das nicht ein bisschen sehr viel Zeug für ein bisschen wenig Zeit war, da bin ich völlig bei dir. Aber wie gesagt, es war ja nicht die Idee, alles in Tiefe zu erklären, sondern mal was gezeigt zu haben, was man dann selber nachlesen kann. Das stimmt, ja. Weitere Fragen? Ja. Der Hagen kommt doch schon. Ja, ist schon am Weg, ich habe ihn gesehen. Ja. Er schleicht sich an. Ja. Na, 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 na. Na gut. Doch, jetzt. Hallo Hagen. Ich wollte eigentlich nur mal Hallo sagen. Ich fand das ganz wunderbar, dass du das gemacht hast. Ja, hallo, gerne. Immer gerne. Hast du noch einen Tipp an heißem Scheiß, was man sich unbedingt mal angucken müsste, was du total interessant findest? Du bist doch so ein Überall-Reingucker. Nee? Oder hört man dich gerade einfach nicht? Ich weiß nicht, könnt ihr mich hören? Jetzt ja. Jetzt ja, okay, das war eben ein bisschen durcheinander. Nee, okay. Nico, hast du noch eine Frage? Ja, danke. Also Hagen, erstens, ich habe dich gehört, das nur am Rande, aber die Frage, die ich habe, ist folgendes. Du hattest vorhin diesen Static-Content mit Joomla Headless kombiniert und so weiter. Ja. Ich habe genau so einen Anwendungsfall, wo so ein Typ eine Webvisitenkarte hat und ich das Ding mit dieser Kanone vom Joomla erschlage und der eigentlich, weiß ich nicht, der braucht alle Dreivierteljahr braucht der eine neue Referenz, die bei ihm eingelegt wird. Und dann, ne, dafür wäre das perfekt. Das könnte ich lokal machen, dann die Ausgabe hochladen. Wo kann ich da genauere Infos zu kriegen, wie ich das von mir aus mit Gatsby oder welchem anderen auch zusammen kombinieren kann? Jetzt du. Ich weiß nicht, ob es da schon so eine Referenzimplementierung gibt, um das mal vorsichtig zu sagen. Es gibt Ressourcen zur Joomla 4 API, es gibt Ressourcen zu Gatsby und es gibt Ressourcen zu den Frameworks. Ich glaube, das Referenz hat mal jemand zusammengeschraubt, Ding. Ich gehe mal gleich auf die Suche, aber ich glaube, das gibt es noch nicht. Aber bald dann ja schon, weil du wirst das ja dann für diesen Anwendungsfall mal exemplarisch machen und ein großartiges Tutorial dazu schreiben, habe ich gehört. Genauso habe ich es mir auch gedacht. Ja, jetzt in Kooperation mit mir selbstverständlich. Oh, geil. Okay. Ich versuche es tatsächlich, wenn es mir gelingen sollte. Ich kämpfe mich durch. Mal gucken. Ich komme auf dich zurück. Jetzt kann ich noch mal reingrätschen. Jetzt klappt das mit dem Ton hier gut. Was ich noch sagen wollte, ich finde das ganz großartig, dass du das mal alles aufgeschrieben hast und dass das ja so ein bisschen wie Autobauen mittlerweile. Also du hast halt Leute, die konstruieren Ölablassschrauben oder Rücklichter oder so ein Kram. Und nichtsdestotrotz gibt es ja immer noch die Nischen von Leuten, die was anderes haben wollen. Und ich habe jetzt immer mehr Kontakt zu Leuten, die auf so einem riesigen Haufen von all diesen Technologien sitzen, aber ihre Arbeit eigentlich nicht mehr erledigt bekommen. Und ich glaube, es ist auch bei der ganzen Technik wichtig, mal irgendwie zu dem Kunden zu gucken, was er eigentlich will. Und wenn man das im Auge behält, was dieser Kunde eigentlich will, warum der gekommen ist, dann findet man oft eine Lösung und oft auch mit sowas wie Joomla Core. Mhm. Also so ohne all diese Faxen, sondern einfach so, dann hat er es gelöst. Also ich gebe dir 100% recht, dass das alles gut ist und dass es cool ist und dass man da tolle Sachen machen kann. Aber die wenigsten Leute haben jetzt Probleme wie BioNTech, dass sie in 3 Monaten 250 Länder mit Webseiten beglücken müssen, wo rechtssichere Texte draufstehen. Also das sind wirklich recht seltene Anwendungsfälle. Da bin ich völlig bei dir. Aber auch der Kleinstbäcker hat vielleicht, macht eine neue Marketingseite und du als Dienstleister sagst, ich habe noch eine coole Idee und zwar, wir machen bei Ihnen auf der Webseite ein Brötchengewinnspiel. Wenn Sie Ihr Smartphone an einem Tag am heftigsten schütteln, dann wird ein Gutscheincode generiert und dann kriegen Sie ein Brötchen umsonst. Und da machen wir eine Facebook-Aktion draus. Genau. Und dann hast ein bisschen JavaScript, hast ein bisschen Individualentwicklung und hast etwas als Dienstleister, wo du dich von den anderen Mitbewerbern abgrenzen kannst. Und das ist dann nicht Cloud und Static und Headless und was weiß ich was, das funktioniert auch ganz, ganz klassisch im Joomla-Kontext.
Ja, sollte genau. Auch mehr Lob sein. Also ja, ich weiß, was du meinst. Man muss dazu sagen, das ist auch, also das, was ich gezeigt habe, ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich liebe diese Grafik hier. Ich weiß nicht, wer die kennt. Das ist die Landkarte der Technologien und Dienste nur im Bereich Cloud Computing. Jedes Kästchen ist ein Dienst, eine Firma, eine Foundation oder ein Service. Da merkt man schon, da platzt der Kopf. Hier unten kommt noch der Serverless-Teil und der ist noch viel kleiner. Also das ist hat eine Komplexität erreicht, die ist jenseits von Gut und Böse. Und die Kunst ist nicht, das alles zu können, sondern auch im Servicefall, wie Hagen sagt, zu entscheiden, wann macht es denn Sinn, wann erzeugt es Mehrwert. Okay. Ich sag mal, danke, David. Wobei, eine Technologie hätte ich auch noch zum Vorstellen. Ja, unbedingt. Ich muss fast noch eine Lanze brechen für React PHP. React PHP ist ein asynchrones Framework, um Applikationen zu programmieren, ähnlich wie Node.js, also mit laufendem Server. Jo. Bekommen wir Applaus für David?